Ich habe viel trainiert, um mich optimal auf die Saison vorzubereiten und habe meine Freizeit mit meinen Freunden und meiner Familie verbracht. Ich kam hier im Februar her, es lief gut, ich habe mich wohlgefühlt und ich wollte jetzt über die ganze Saison wollte ich jetzt mal zeigen, dass ich konstant gut spielen kann. Also ich habe im Nachwuchs 3 Jahre in Königsbrunn gespielt, dann 3 Jahre in Augsburg, bin dann nach Krefeld gegangen in die DNL, von dort aus bin ich nach Augsburg zur DL, dann fahre ich jetzt nach Peiting, bin von dort aus zu den Eisbären Juniors, im Jahr darauf zu Eisbären DL, mit Förderlizenz nach Dresden und kam dann im Februar letztes Jahr nach Bad Nauheim. Ja, man kann eigentlich zufrieden sein, es war nicht perfekt, aber ich glaube, unsere Punkteausbeute war ganz gut, zumindest wenn wir die Punkte wieder zurückbekommen. Ich bin ja Torwart und sagt man nach, dass wir alle ein bisschen Schuss haben. Dementsprechend habe ich einige Rituale, zum Beispiel muss ich vor dem Spiel immer NHL-Highlights anschauen und muss immer 2 kalte Kaffee trinken. Es geht dann so weiter, die Liste. Ja, dadurch, dass ich im Tor bin, denke ich mal, dass ich eine ziemlich wichtige Rolle im Team habe und ich versuche trotz meines jungen Alters schon Führungsspieler zu sein. Mein persönliches Ziel ist, jedes Spiel dem Team die Chance zum Gewinnen zu geben. Und mein Ziel mit der Mannschaft ist ganz klar der Aufstieg. Ich bin ein sehr ruhiger Mensch. Ich mag das, wenn ich auf der Couch sitze zu Hause und Fernseh schaue und im Internet bin. Ich bin jetzt keiner, der die ganze Zeit überall unterwegs sein muss. Super Stimmung und jedes Mal 3 Punkte. Kommt ins Stadion, unterstützt uns und dann schaffen wir unser Ziel, den Aufstieg. Okay.